Hattest du auch schon mal das Gefühl, einfach aufgeben zu wollen, weil deine Kulturen und Sachen nicht so geklappt haben, wie du es dir vorgestellt hast? Schnecken knabbern immer wieder deine Jungpflanzen an, deine Pflanzen bleiben über Monate lang mickrig und deine Ernte bleibt schmächtig, trotz des ganzen Aufwandes, den du reingesteckt hast über die Monate. Kann auch sein, dass du monatelang eine Diät ausprobierst und richtig viel Sport machst, um abzunehmen, aber die Waage minimale Veränderungen zeigt. Warum sich den ganzen Aufwand antun? Man kann sich doch günstig sein Obst und Gemüse einfach kaufen. Und zum Abnehmen gibt es ja sehr viele Hacks und auch Hilfsmittel, wo du ohne viel Sport oder auch eine anstrengende Diät abnehmen kannst. Lieber den einfachen und schnellen Weg gehen. Ist das wirklich so? Oder ist der natürliche Weg der eigentliche einfache Weg, der halt auch mal mit Schmerz und Leid verbunden ist? Wir haben das Problem, dass wir exponentielles Wachstum nicht vollumfänglich greifen können. Und das können wir jetzt mal schnell testen. Stell dir einen wunderschönen Weiher vor, wo eine Seerose gerade wächst. Am zweiten Tag siehst du dann zwei Seerosen und am Tag darauf siehst du dann vier Seerosen. Und am 24. Tag ist der See komplett mit Seerosen gefüllt. Wann war der See zur Hälfte mit Seerosen bedeckt? Schreib es mir unten in die Kommentare. Exponentielles Wachstum fängt langsam an und beginnt dann erst etwas später rasant in die Höhe zu schießen. Das finden wir sowohl in der Natur als auch bei uns in der Gesundheit wieder. Die ersten 25 Jahre fühlt man sich fit und vital und danach fängt es dann an, dass die Wehwehchen am Körper immer mehr werden und man dann doch nicht mehr so fit ist, wie man es früher einmal war. Obstbäume waren anfangs auch recht klein und du pflegst sie und pflegst sie und im nächsten Jahr wachsen sie ein bisschen mehr. Du pflegst sie weiter und weiter und weiter, Wachstum steigt und steigt und steigt, bis die ersten Früchte kommen und nach einem guten Jahrzehnt, in dem du sie halt weiter pflegst und hegst, werden sie dir dann irgendwann auch ihre maximale Ernte geben und du wirst halt von Früchten überschwemmt. Am Anfang müssen wir mehr Zeit investieren, bekommen weniger raus und dann wendet sich das Ganze. Mit der Zeit bekommen wir viel mehr raus und müssen weniger reinstecken. Das Problem unseres heutigen Zeitgeistes ist, dass wir alles so schnell wie möglich haben wollen, am besten gleich am nächsten Morgen und wir einfach nicht mehr die Geduld aufbringen, etwas längerfristig auch zu machen. Mann, bist du schlecht! Wie kann man nur so einen Fehler machen? Versager, gib doch einfach auf, ich habe es dir gleich am Anfang noch gesagt. Genau das solltest du nicht machen. Ignoriere diese Leute und mach weiter, denn dann findet erst Entwicklung statt. Denn erst wenn wir Fehler machen und daran wachsen, entwickeln wir uns nämlich weiter. Wo wir kleine Kinder waren, war es uns und unserem Umfeld egal, ob wir Fehler gemacht haben. Oder bist du einfach rausgeplumpst und konntest schon sprechen und laufen. Counted another finger, counting the one from yesterday. I'm up to 11. Liegt es vielleicht am Boden? Ist dieser nicht locker genug oder hat im Frühjahr eine mangelnde Bodenwärme dafür gesorgt, dass sie jetzt hier in so einem Wachstumsstopp gekommen sind und es dann hier lange dauert, bis sie wieder da rauskommen und kräftig ins Wachstum gehen, aber dann ist es schon viel zu spät fürs Jahr. Liegt es vielleicht an Schädlingen, Kartoffelkäfer, Spinnmilben oder auch Schnecken? Beim Kartoffelkäfer kannst du zum Beispiel Nemmöl besprühen oder auch einfach sie herkömmlich absammeln. Manche Wespen haben sich schon langsam auf die Larven eingeschossen. Die können da auch nochmal unterstützend wirken. Beim Spinnmilben Luftfeuchtigkeit erhöhen, damit du vielleicht auch die Galarmücke mit ansiedeln kannst. Auch hier kannst du Knoblauchsud besprühen oder auch Natronlauge. Deine Pflanzen haben einen Haufen Blattläuse. Was kannst du jetzt da tun? Hier auch beispielsweise Natronlauge, Knoblauchsud. Kannst du hier ein bisschen Schmierseife nehmen oder sie auch einfach runterspritzen. Oder mein Top-Tipp immer, warten, bis der Marienkäfer kommt. Oder eines meiner letzten Videos zur Blütenendfäule. Warum werden meine Tomaten von unten her faulig? Warum vertrocknet der Haupttrieb meiner Gurken? Hier kann man auch exponentielles Wachstum sehen. Dann sind zwei neue Triebe rausgekommen. Einen habe ich aber schon wieder rausgemacht. Aber auch hier, warum werden die Früchte von meinen Gurken bitter? Liegt wahrscheinlich an dem ganzen Stress, wenn die Gurken nicht genug Wasser bekommen oder die zu starke Hitze im Gewächshaus ausgesetzt sind. Ich habe auch meine Gurke mal zu viel gegossen, dadurch hat sie Gurkenwelke bekommen und selbst, dass der Boden halt feucht genug ist, kann sie das Wasser nicht mal richtig aufnehmen und geht dann halt bei der Hitze trotzdem ein. Oder warum bilden meine Gurken nur ganz viel Blattwerk, aber keine Früchte? Kann wahrscheinlich an einem Stickstoffüberschuss liegen, der im Boden vorhanden ist. Da kannst du dann zum Beispiel Brennnesseljauche oder Beinwelljauche begießen, vielleicht mit effektiven Mikroorganismen gießen und dann auch mal anderes Mulchmaterial holen, zum Beispiel Trester, Küchenreste. Pferdemist vielleicht dann im Frühjahr wieder vermehrt mit einarbeiten, Laub, damit du halt unterschiedliche Mulchmaterialien hast und nicht nur Grasschnitt. Urgesteinsmehl und Bokashi kannst du auch für die Bodenaufbereitung nutzen.
Lege dir auch ein Gartenjournal an, wo du täglich reinschreibst, was du alles im Garten gemacht hast, was erfolgreich gewesen ist, welche Krankheitsbilder du gehabt hast, welche Tipps du da angewendet hast von anderen Gärtnern zum Beispiel und wie erfolgreich waren diese. Liebes Tagebuch, ich glaube, ich habe heute die Frau meines Lebens getroffen. Eine wunderschöne junge Isabel, zuckersüß, mit der man sich wunderbar unterhalten kann. Ich glaube, in einigen Wochen, wenn ich noch mehr Zeit in diese Beziehung stecke, werde ich hier eine süße Überraschung bekommen. Und dann kannst du dann immer wieder nachblättern, wenn du halt irgendwelche Schwierigkeiten im Garten hast. Hattest du schon mal dieses Problem und wie hast du es auch damals gelöst? Selbstverständlich, frag auch Leute, die mehr Gartenerfahrung haben. Such dir auch einen Mentor und arbeite mit denen zusammen und stell auch hier die richtigen Fragen, wie sie dir bei deinem Problem lösen können, damit du von ihren Fehlern und auch von deinen, die du gemacht hast, mit der Hilfe der Fragen mehr dazulernen kannst. Ja, der Garten ist anstrengend, aber nur die Harten kommen in den Garten und es ist halt auch kein lineares Wachstum, sondern es ist auf langer Sicht gesehen ein exponentielles Wachstum, wo du immer wieder dranbleiben musst und wenn wir jetzt mal so einen Kurzblick betrachten, ist halt immer eine Entwicklung mit Höhen und Tiefen. Mal klappt es mit einer Kultur in einem Jahr und im nächsten Jahr mal nicht. Jedes Gartenjahr ist individuell und du stehst halt neuen Herausforderungen gegenüber und das Gute dabei ist halt, wenn es zum Beispiel ein Jahr komplett ausfällt, dann gibt dir die Natur im nächsten Jahr immer wieder eine neue Chance. Ich habe schon einige Sachen im Garten erlebt, wo ich mir einfach dachte, gib doch einfach auf, der ganze Aufwand, der lohnt sich doch nicht. Die ganze Arbeit wieder völlig umsonst. Also zum Beispiel, vor 4 Jahren wären mir fast alle meine Tomaten vertrocknet und das einfach aus dem Grund, ich bin am Sonntag zu einem Tai-Chi-Seminar gefahren und bei mir ist ja der Folienton an den Seiten alles hochgerollt. Problem ist halt, dass ich das immer wieder mal absetzen kann und das, was ich aufgerollt habe, wieder nach unten rutscht und wir hatten damals noch keine Halterungen gehabt und es war halt ein Hochsommer, 35 Grad und die Rollen sind dann runtergekommen wegen dem Wind, alles komplett isoliert und im Tunnel waren dann 50 bis 60 Grad und diesen Anblick von meinen Tomaten, wie sie mit ihrem Blätter hängen, wünsche ich wirklich keinem. Viele haben sich auch sofort erholt, nachdem ich sie wieder angegossen habe, war auch gar kein Problem. Selbst eine Pflanze, die war komplett vertrocknet, nur oben am Trieb, ist ein bisschen grün geblieben, aber selbst die ist wieder gekommen. Letztes Jahr zum Beispiel sind mir auch alle meine Tomatenpflanzen im Folientunnel abgefroren, war nochmal ein Spätfrost, da habe ich auf den Wetterbericht, den habe ich ignoriert leider, nur eher auf meinen Vater gehört, der gesagt hat, es kommt bei uns jetzt kein Frost, musst kein Vlies auslegen, spar dir die Zeit und dann ist es halt passiert, musste einfach alles nochmal nachsetzen. Oder auch der gute Rigotti, hi, falls du das siehst. Dem hat ein Hagelsturm seinen kompletten Garten verwüstet, gar keine Obsternte in dem Jahr gehabt und seine Jungpflanzen, die waren dann auch nicht zu nichts mehr zu gebrauchen. Da hat er auch wieder nachgesetzt, natürlich mit Hilfe auch von seiner Community, die ihn dabei unterstützt hat, aber er hat auch hier weitergemacht. Neu gepflanzt und neu gesät. Passiert halt eben und wenn man halt den Fokus hat, sein eigenes Obst und Gemüse anzubauen, fernab von dem ganzen Supermarktzeug, was halt wenig Geschmack hat und auch ziemlich lange transportiert wird und vorzeitig geerntet wird, dann weiß man, was man im Garten hat, wenn man eine vollreife Tomate zum Beispiel aus dem eigenen Garten isst. Ist wirklich ein Gedicht. Melonen, Tomaten, Gurken, Mirabellen, Pflaumen, Zwetschgen, Trauben, Pfirsiche, das ganze Obst, Alter. Das Vollreifessen ist schon richtig geil. Das nennt man Luxus.